So, dann nochmal, falls noch neue hinzugekommen sind, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich hier quasi als Erster jetzt in Ihrer neuen Gruppe hier mit meinem Beitrag etwas einbringen kann. Wir haben das Thema so gefasst, professionelles Skillmanagement. Ich werde auf die Begriffe, die hier jetzt im Titel stehen, dann natürlich auch eingehen. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, bitte haken Sie sofort nach, wenn Sie etwas einbringen möchten in die Diskussion. Sie können aber gerne auch Ihre Fragen sammeln, weil wir haben anschließend, denke ich, noch genügend Zeit. So, jetzt zu meiner Person. Ich habe mich so in meinem gesamten Berufsleben mit dem Thema Bildung beschäftigt. Nach einer Banklehre habe ich erstmal als Berufsschullehrer gearbeitet war, gerade in der Bankausbildung über 10 Jahre tätig, bin dann Personalentwicklungsleiter der heutigen Landesbank in Baden-Württemberg geworden und ab dem Jahr 2000 habe ich dann in der Klett Verlagsgruppe ein Start-up aufgebaut, ein E-Learning-Unternehmen und dann hatte ich auch noch ein paar Jahre ein Steinbeis-Institut an der Steinbeis-Hochschule und seit jetzt rund 20 Jahren bin ich aber selbstständig als Berater und Begleiter von Unternehmen unterwegs und unterstütze sie bei der Entwicklung von innovativen Lernkonzeptionen. Seit circa 5 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit der Entwicklung von Werte- und Kompetenzerfassungssystemen. Und seit gut einem Jahr sind wir zusammengegangen mit dem Marktführer für Führungskräfteentwicklung in der Schweiz, der Swiss Connect Akademie, und haben jetzt erheblich mehr Möglichkeiten, unsere Ideen umzusetzen. Wir werden dann nachher noch darüber sprechen, wenn wir zum Thema künstliche Intelligenz kommen, weil das wird, denke ich, für alle, die mit Corporate Learning zu tun haben, ein Thema sein, dem Sie zukünftig nicht mehr entgehen können. Das vielleicht so viel zu meiner Person. Aktuell beschäftige ich mich damit, unsere Systeme der Werte, Kompetenzerfassung, der Werte- und Kompetenzentwicklung in unserem Team weiterzuentwickeln, mit Pilotprojekten auszuprobieren. Und das ist ein hochspannender Prozess. Eigentlich wird unsere Tätigkeit, die wir haben als Corporate Learning Berater oder Beraterinnen, wird immer spannender. Und da will ich versuchen, jetzt einfach in meiner Präsentation ein bisschen was von unseren Erfahrungen hier mit rüberzubringen. Was ich jetzt darstelle, basiert in erster Linie auf einer Vielzahl von Praxisprojekten in den letzten 20 Jahren. Wenn Sie hier links schauen, sehen Sie, dass es überwiegend Großunternehmen, ich muss jetzt sagen, waren. Seit einigen Jahren spüren wir aber, dass auch mittelständische, auch kleinere Unternehmen erkennen, dass sie mit dem tradierten Bildungskonzept nicht mehr ihre Mitarbeiter wirklich auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereiten können. Das Wesentliche, wenn Sie das noch etwas tiefer nachlesen möchten, was ich nachher darstelle, ist in dem Buch Future Learning und New Work niedergeschrieben. Wir haben dann jetzt dieses Jahr auch noch ein Buch zu Future Skills herausgegeben, weil wir einfach gemerkt haben, wir können uns dieser Diskussion um Skills, Future Skills nicht entziehen. Und wir gehen immer sofort, das sehen Sie schon an der kleinen Auswahl meiner Publikationen, dass wir solche Diskussionen dadurch verarbeiten, auch für uns, dass wir einfach Bücher darüber schreiben. Das ist der beste Zwang, richtig tief in diese Thematik einzusteigen. So viel vorweg. Ich steige mit einer Folie ein, die wir immer am Anfang unserer Praxisprojekte nutzen. Das ist ein Zitat, was ich mal auf YouTube entdeckt habe, in dem Tool Shift Happens, Did You Know, das ständig erneuert wird, wo immer neue Trends beschrieben werden. Und ich finde, dort ist die Herausforderung, die wir als Bildungsgestalter, als Bildungsverantwortliche haben,
fantastisch gut beschrieben, nämlich unsere Herausforderung, vor der Sie alle stehen und auch ich stehe, ist doch, wie wir die Mitarbeitenden auf Herausforderungen vorbereiten, die es heute noch überhaupt nicht gibt und die sie mit Tools und Methoden bearbeiten, die noch gar nicht erfunden sind. Und wenn man das so auf der Zunge zergehen lässt, wird einem relativ schnell klar, dass das bisher so heiß geliebte Vorratslernen, was wir ja alle jahrzehntelang selbst erlebt haben, auch praktiziert haben, ich schließe mich da überhaupt nicht aus, dass dieses Vorratslernen völlig ungeeignet ist, um mit solchen Herausforderungen fertig zu werden. Die Lösung kann doch nur darin bestehen, dass wir die Mitarbeitenden fit machen, damit sie selbst organisiert zukünftig diese Herausforderungen bewältigen können. Mir wird die Geschwindigkeit der Veränderungen im Moment gerade deutlich, weil wir gerade jetzt in unserer Company, also in meinem Team, an unserer KI-Strategie arbeiten. Und wenn ich die aktuelle Diskussion mit dem vergleiche, was wir vor einem Jahr diskutiert haben, wo es ChatGPT noch gar nicht gab, das kam erst am 22. November vor einem Jahr. Wenn ich das miteinander vergleiche, dann wird einem deutlich, mit welch rasanter Dynamik das vorangeht. Und wenn ich mich heute umschaue und schaue, was schon für fertige Lösungen da sind, dann wird diese Dynamik klar. Also es geht darum, die Menschen zu befähigen, selbst organisiert ihre Probleme selbstständig lösen zu können. Wenn ich jetzt aber Sie logisch und sage, du löst jetzt deine Probleme selbst organisiert, dann muss ich aber so etwas wie eine Orientierung vorgeben. Und dann kommen wir ganz schnell zum Thema Werte. Und ich brauche Ihnen nicht zu erklären, mit welchen krisenhaften Situationen wir permanent jetzt konfrontiert sind. Ich habe nur ein paar hier aufgeschrieben. Aber das ist ja nichts Neues. Schon Friedrich Nietzsche hat in seinem schönen Buch über die Werte diesen schönen Satz geschrieben: Die Menschen brauchen Anker, Haltegriffe, Ruhepunkte in dem Höllenritt der Zukunft. Und meine These ist, und ich hoffe, dass ich das noch überzeugend darstellen kann, wenn man über Kompetenzen spricht, wenn man Kompetenzen verfolgt, dann kommt man nicht umhin, parallel auch sich mit dem Thema Werte zu beschäftigen. Warum das so ist, wie gesagt, werde ich nachher erläutern. Mein Freund John Erdenbeck, mit dem ich ja die meisten meiner Bücher geschrieben habe, hat er so schön auf den Punkt gebracht, je offener, je dynamischer die Zukunft, desto wichtiger werden Kompetenzen und damit auch Werte. Und jetzt muss ich Ihnen einfach mal einen ganz kleinen Exkurs zu den Definitionen bringen, weil ich erlebe ständig, dass diese Definitionen wild durcheinander gehen. Vielleicht so zu mir selber, ich habe mich bis vor ein, zwei Jahren permanent geweigert, den Begriff Skills zu benutzen, weil er einfach so schwammig ist. Wenn ich in das Übersetzungsprogramm DeepL reingehe, wird mir von Wissen über Fähigkeiten, Fertigkeiten, Qualifikationen, Kompetenzen, alles als Übersetzung angeboten. Und das hilft mir ja nicht. Wir sind dazu übergegangen und haben gesagt, Skills sind jetzt die Fähigkeiten, die es mir möglich machen, mit diesen vorher beschriebenen zukünftigen Herausforderungen fertig zu werden. Und man kann jetzt die Skills differenzieren. Einmal die Hard Skills. Das ist das, was wir in der betrieblichen Bildung so wunderschön immer versuchen zu transportieren, nämlich Wissen, Fertigkeiten, Qualifikationen, was man dann wunderschön abprüfen kann. Da sind wir ja unheimlich stark. Aber es gibt mittlerweile zig Studien, ich habe die Ihnen jetzt hier erspart in meiner Präsentation, aber es gibt jede Menge Studien, die eigentlich alle zur Erkenntnis kommen, entscheidend für die Handlungsfähigkeit, für die Wirksamkeit von Mitarbeitenden und Führungskräften sind ihre Soft Skills. Es gibt zum Beispiel eine Studie, eine relativ neue von Ulf, die hat 10 Kompetenzen aufgezählt,
die in der Zukunft wichtig sind. Und die ersten 9 Kompetenzen sind alle Soft Skills. Und deswegen definieren wir auch Soft Skills einmal als Kompetenzen und einmal als Werte. Und für die Kompetenzen haben wir die bewährte Definition von Erpenbeck und Heise, nämlich Kompetenzen sind die Fähigkeit, und jetzt kommt ein furchtbar langer Satz, in offenen, unüberschaubaren und so weiter Situationen. Ich kürze das ab. Das ist die perfekte Beschreibung der Praxis. Die Praxis ist nämlich chaotisch und sie ist komplex und sie ist dynamisch und was Sie alles sonst noch an Attributen finden. Das heißt also, Kompetenzen sind die Fähigkeit, in der Praxis Problemstellungen kreativ und selbstorganisiert zu lösen. Das ist genau das, was ich eingangs beschrieben habe. Und wenn ich Kompetenzen erreichen möchte, brauche ich eine Orientierung für die Mitarbeiter, damit sie wissen, in welche Richtung sie gehen, was sie noch tun dürfen, was sie nicht tun dürfen. Und das sind die Werte, die ich als Ordner meines selbstorganisierten Handelns verinnerliche. Das ist eine Definition, die wir aus der Physik entlehnt haben bei Hermann Haken, der solche Schwarmphänomene untersucht hat, auch im Bereich von Licht und anderen naturwissenschaftlichen Erscheinungen. Aber das kann man wunderschön übertragen. Und so kommen wir zu folgendem Bild. Werte bestimmen letztendlich die Motivation, warum macht jemand etwas, und sie geben Orientierung und zeigen mir, in welche Richtung ich gehe, was ich noch tun kann, was ich nicht tun kann. Und die andere Seite der Medaille sind jetzt die Kompetenzen, die sich letztendlich in meinen Handlungen, in meiner Ausführung und dann am Schluss auch in meinen Erfahrungen niederschlagen. Und beides wirkt zusammen. Meine Werte bestimmen meine Haltung und je nachdem, mit welcher Haltung ich an die Aufgaben herangehe, werde ich eine andere Handlung bewirken. Das heißt, beides wirkt zusammen, wobei man jetzt keine genaue 1:1 Beziehung herstellen kann. Ich kann also nicht sagen, wenn dein Wert Kreativität sehr hoch ist, dann wirst du genau so und so handeln. Aber die Summe der Werte bestimmt meine Haltung und damit auch die Summe meiner Handlungsweisen. So, wenn wir jetzt aber sagen, unsere Ziele, die wir verändern müssen, sind Werte und Kompetenzen, dann muss ich sie aber auch irgendwo steuern können. Und wenn ich jetzt Werte, Kompetenzen nicht erfassen kann, dann kann ich sie auch nicht steuern. Deswegen haben wir ein Wertemodell entwickelt, weil wenn Sie in Google reingehen und sich ein bisschen Zeit nehmen, schaffen Sie es wahrscheinlich innerhalb kurzer Zeit, 1000 verschiedene Wertebegriffe zu finden. Das Gleiche gilt übrigens auch für Kompetenzen. Wir haben jetzt eines gemacht, zusammen mit John Erpenbeck, dass wir mal geschaut haben, was gibt es denn schon an wissenschaftlichen Untersuchungen. Und da sind vor allen Dingen Klages und Gensicke mit ihren Shell-Studien hervorgestochen. Und wir haben daraus jetzt ein Wertemodell mit 16 Werten entwickelt, die wir in 4 Gruppen, sogenannte Genusswerte, ich handle, weil es mir einfach Spaß macht, weil es mir Freude macht, etwas zu tun, dann Nutzenwerte, weil ich halt meine Kinder ernähren möchte, dann ethische Werte, weil mir zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Respekt oder mein Privatleben wichtig sind und soziale Werte. Und damit haben wir jetzt ein strukturiertes, überschaubares Modell, mit dem es dann nachher auch möglich ist, ich zeige das gleich, Werte tatsächlich zu erfassen und damit daraus Ziele abzuleiten, die man verfolgen kann. Wenn ich diesen Schritt nicht gehe, kann ich kein systematisches Wertemanagement und damit keine Wertentwicklung betreiben. Und entsprechend sind wir bei den Kompetenzen vorgegangen. Hier gibt es ja schon eine etwas längere Tradition von fast 30 Jahren mit Erpenbeck, Heise, Lutz von Rosenstiel, die ein sehr umfangreiches Kompetenzmodell mit 64 Kompetenzen entwickelt haben, was sehr umständlich zu handhaben ist und deswegen in der Praxis meist in Form einer Auswahl bearbeitet wird. Wir haben das ebenfalls jetzt entsprechend unserer Struktur bei den Werten auf 16 Kompetenzen reduziert.
Und diese Werte und Kompetenzmodelle, die passen wir jetzt, wenn wir zu einem Kunden gehen, zu einer Unternehmung gehen, jeweils auf die spezifische Situation dort an. Also wenn Sie jetzt mein Kunde wären, dann würde ich Sie bitten, wenn wir jetzt dieses Kompetenzmodell bei Ihnen einführen, ein Team aus 6 bis 8 erfahrenen Fach- und Führungskräften zusammenzustellen. Und dann passen wir diese sogenannten Handlungsanker auf Ihre Kultur, auf Ihre Sprache, vielleicht auch auf die jeweilige Funktion an. Damit bekommen wir ein Wertemodell, was dann wirklich passgenau auf die jeweilige Organisation ausgerichtet ist. Und das ist enorm wichtig, weil wir wissen aus Untersuchungen, gerade Lutz von Rosenstiel hat hier dran gearbeitet, dass diese Modelle dann funktionieren und wirksam sind, wenn sie von den Menschen akzeptiert werden. Und es leuchtet ein, dass ich eine Erfassung eher akzeptiere, wenn sie in meiner eigenen Sprache mit meinen Beispielen gefüllt ist, als wenn das so eine theoretische Abfrage hier ist. So, das spielen wir dann in eine Software ein, die man sehr einfach bearbeiten kann, wo man alles verändern kann. Sie sehen hier die 16 Kompetenzen, hier sehen Sie die Handlungsanker und ich kann auch die Kompetenzen alle rausschmeißen. Wenn ein Unternehmen schon ein eigenes Kompetenzmodell hat, dann nehmen wir natürlich deren Kompetenzmodell und bearbeiten es so, dass man tatsächlich erfassen kann. So, da kommt's jetzt. Und dann gehen wir tatsächlich in die Kompetenzerfassung und zwar in der Form, dass wir einmal auf der Organisationsebene Werte und Kompetenzen für die Gesamtorganisation erfassen. Es ist tatsächlich so, dass auch Organisationen quasi eine gewisse Identifikation haben durch Werte, Kompetenzen, die sie prägen. Wenn Sie so mal an Unternehmen denken, die Sie gut kennen, dann fallen Ihnen für bestimmte Unternehmen bestimmt auch bestimmte Werte oder Kompetenzen ein, die diese Organisation prägen. Das Gleiche gilt für die Teams und für die Mitarbeiterebene. Und da habe ich jetzt so. Und dann bekommen wir folgende Ergebnisse. Das war jetzt zum Beispiel eine Befragung, die wir in einer Organisation auf Organisationsebene durchgeführt haben. Das war ein kleines mittelständisches Unternehmen. Und wir machen hier Folgendes. Wir fragen jetzt die Mitarbeiter, wie schätzt ihr denn, in dem Fall war es eine Werteerfassung, wie schätzt ihr denn die Werte in eurer Organisation ein? Also wie stark werden die 16 Werte in diesem Modell in deiner Organisation gelebt? Wir fragen aber gleichzeitig auch, wie müssten denn nach eurer Meinung die Werte ausgeprägt sein, damit die Organisation zukünftig erfolgreicher ist? Dasselbe machen wir auch bei den Kompetenzen. Und nur ein Beispiel, wenn Sie mal links unten so bei 19 Uhr schauen, dann sehen Sie, die Mitarbeiter haben die Ist-Ausprägung des Wertes Verantwortung fast am niedrigsten, ich glaube sogar absolut die niedrigste Ausprägung aller Werte eingeschätzt. Das heißt also, die Mitarbeiter kamen zum Ergebnis, wir haben der Wert Verantwortung wird in unserer Organisation relativ gering gelebt. Wir haben wenig Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen. Und gleichzeitig haben sie bei dem Wunsch fast den Höchstwert 6 genommen, weil 7 wäre eine Übertreibung, was wir ja nicht haben wollen. Also hier, sie haben den Höchstwert im Prinzip festgelegt. Das heißt ganz klar zum Ausdruck gebracht, wir möchten mehr Verantwortung übernehmen. Und das hat natürlich dann, als wir das im Team oder in der Organisation dann zur Diskussion gestellt haben, zu intensiven Diskussionen geführt. Professor Sauter, hier ist schon eine Frage von dem Stefan Günther Dolle. Vielleicht können Sie die gerade stellen. Einfach nur Stefan. Herr Professor Sauter, Sie haben jetzt da sehr. Sie können davon ausgehen, ich kenne meine Titel. Sie können die gerne weglassen. Okay, also, Herr Sauter, Sie haben dort sehr allgemeine Begriffe hingeschrieben: Sicherheit, Anerkennung, Bildung.
Könnten Sie vielleicht mal ein Beispiel nennen, wie Sie das greifen? Denn alleine unter dem Begriff Sicherheit kann ich mir vorstellen, wenn ich das in der Organisation frage, bekomme ich von 10 Leuten 10 unterschiedliche Definitionen. Okay, dann muss ich schnell in einen anderen Modus gehen. Dann gehe ich mal ganz schnell in die Software. Ja, vielleicht können Sie einfach mal ein Beispiel nennen. Das brauchen wir vielleicht gar nicht in der Software, weiß ich nicht, aber okay. Einfach vom Verständnis her, weil die Begriffe sind ja sehr, sehr würde ich sagen, sehr austauschbar. Und gerade der Begriff der Sicherheit. Ja, okay. Also ich lese Ihnen mal vor, diesen Menschen ist wichtig, dass sie langfristig auf den Erfolg der Organisation vertrauen können. Oder diesen Menschen ist wichtig, dass ihr Arbeitsplatz langfristig sicher ist. Oder sich ihre Leistungen und Erfolge in einem dauerhaften Einkommen niederschlagen oder sie berufliche Perspektiven besitzen. Diese vier. Okay, herzlichen Dank. Ja, das war okay. Diese vier Wertebeispiele würde ich Ihnen jetzt anbieten. Und jetzt kann Folgendes passieren, dass das Team sagt, ja, die sind gut, da machen wir nur noch redaktionell ein bisschen. Ich habe auch schon erlebt, dass von den 4 Beispielen nachher dann nur noch eines übrig blieb und die anderen dann quasi neu formuliert wurden. Aber wir gehen bewusst mit diesen Beispielen in die Diskussion, weil ich gelernt habe, wenn ich in solch ein Team gehe und sage jetzt, hier habt ihr ein weißes Blatt Papier, bitte definiert mal eure 4 Wertebeispiele, dann passiert relativ wenig. Dann schauen die Leute sehr ratlos. Wenn Sie aber schon vorgegebene Beispiele haben und ich sage, passt die auf eure Situation an, dann funktioniert die Moderation sehr einfach. Konnte ich Ihnen da helfen? Ja, ausgezeichnet. Also mir ging es eben auch darum, ist das irgendwie ein fixer Begriff oder, und ja, das höre ich ja jetzt daraus, dass Sie da sehr individuell oder zumindest firmenspezifisch die Sache adaptieren. Das heißt, man kann dann auch solche Kurven zum Beispiel nicht so ohne weiteres zwischen Unternehmen vergleichen, weil der Sicherheitsbegriff dann ein anderer ist, zum Beispiel. Man könnte sie nur vergleichen, wenn man sich vorab quasi auf das gleiche Kompetenzmodell einigt, dann wäre es möglich. Aber im Regelfall, also ich habe es noch nie erlebt, dass der Wunsch von Unternehmen kann, über die Unternehmen hinweg eigene Wertekompetenzprofile zu vergleichen, weil man deckt da ja auch so ein bisschen die eigene Identität auf. Und also deswegen habe ich das in 20 Jahren noch nie erlebt. Nee, das war auch nicht mein Hintergedanke dabei. Aber der Hintergedanke war eher, dass man sich sozusagen in so einem anonymisierten Benchmark unter Umständen mal spiegelt und feststellt, ah, guck mal, da sind Ausschläge hinsichtlich Sicherheit oder anderer Punkte. Aber ich will jetzt nicht die Diskussion hier oder die Präsentation sprengen, Entschuldigung. Also ich finde, Sie sind eine Arbeitsweise und wir sind genau dazu da. Deswegen finde ich schön, dass Sie der Eisbrecher waren und kann die anderen nur bitten, auffordern, wenn Sie das Bedürfnis haben, sofort einzuhaken. Okay. Dann komme ich nochmal, springe ich hier wieder weiter. Jetzt komme ich auf die Individualebene. Ist auch ein realistisches Bild. Auf die Individualebene gehen wir im Regelfall so vor, dass wir, so wie vorher gezeigt, die Handlungsanker anpassen und dann im Regelfall auch noch ein Zollprofil formulieren. Und das ist das, was Sie hier so, ich weiß nicht, türkis vermutlich, gerastert sehen. Also mit einem Mindest- und Höchstwert. Hier hat also dieses Fachteam vorher gesagt, für diese Funktion sind bestimmte Kompetenzen besonders wichtig. Die sind dann eher stärker ausgeprägt und sie sind weniger stark wichtig. Man kann dann auch noch in der Breite etwas streuen. Und die Erfassung erfolgt optimalerweise dadurch, dass ich mich einmal selber einschätze, das ist diese lila Linie. Hier ist eine Frage, ich gehe gleich drauf ein. Das ist diese lila Linie. Dann haben wir in dem Beispiel 2 Kollegen gebeten, eine Fremdeinschätzung abzugeben.
Die wurde dann aggregiert in die grüne Linie und die Führungskraft haben wir ebenfalls noch gegeben. Und dann führen wir ein Beratungsgespräch, in dem wir dann mit dem Mitarbeiter diese Kurven analysieren, bewerten und ihn dann bitten, seine individuellen, persönlichen, in dem Fall Kompetenzziele abzuleiten. Aber jetzt gibt es eine Frage, habe ich gesehen. Das ist ja genau. Also ich finde das total faszinierend, dass auch für die verschiedenen, ja unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Profile offensichtlich gebildet werden. Wenn Sie so mit einem Unternehmen arbeiten, wie viele solcher Profile werden da in der Regel erstellt? Also ich versuche immer zu empfehlen, nur relativ wenige Profile hier zu definieren. Und wenn, dann eher mit den Sollprofilen zu differenzieren. Also nehmen wir an, das wäre jetzt für Führungskräfte, dann würde ich bei Führungsnachwuchskräften dieses Sollprofil deutlich niedriger einsetzen, als ich das vielleicht für erfahrene Führungskräfte mache. Aber alle hätten das gleiche Profil. Aber ich bin jetzt in ein paar Wochen bei einem Unternehmen, das hat 200 Profile entwickelt. Da bin ich auch sehr erschrocken. Also ist praktisch in jeden Einzelberuf oder in jede Einzelfunktion reingegangen und hat sich die Mühe gemacht, das zu entwickeln. Das ist möglich. Und man muss auch aufpassen auf eines. Vielleicht eine kleine Anekdote, die aber, glaube ich, eine sehr wichtige Erkenntnis beinhaltet. Ich habe das mal auf einem Kongress vorgetragen und dann kam anschließend eine Kollegin von Ihnen auf mich zu und sagte mir, wir haben jetzt unser Kompetenzmodell wieder abgeschafft. Dann habe ich sie groß angeschaut und habe gefragt, warum denn? Hat sie gesagt, ja, wir kamen mit dem Änderungsbedarf nicht mehr nach. Wir haben für jede Funktion ein eigenes Kompetenzmodell entwickelt. Und dann habe ich mir das mal zeigen lassen. Dann haben die eines gemacht. Darum habe ich vorher die Definition gebracht. Die haben nicht zwischen Kompetenzen im Sinne dieser Definition, im Sinne der Handlungsfähigkeit und Qualifikationen unterschieden. Das heißt, sie haben dann in die sogenannten Kompetenzmodelle, haben sie dann auch Qualifikationen mit drin gehabt, die sich natürlich sehr viel schneller ändern. Das heißt, solange sie sich konsequent an sagen wir mal, grundlegenden Handlungsfähigkeiten orientieren, können Sie solche Kompetenzmodelle mit einer relativ langfristigen jetzt Geltungsdauer entwickeln. Und dann ist es auch möglich, eine Vielzahl von Modellen zu entwickeln. Meine Empfehlung ist aber trotzdem eher, sich auf vielleicht 8 bis 10 jetzt Funktionsbereiche im Unternehmen zu konzentrieren und wenn dann eher mit dem Sollprofil zu differieren. Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen. Weitere Fragen? Ja, Herr Sauter, von Ihrer Erfahrung her, diese Bilder, die Sie da zeigen und die Ergebniskurven, haben die für Organisationen und Individuen eine gewisse Stabilität oder pulsieren die je nach Veränderungssituation oder je nach welche Einflüsse es auch immer geben mag? Welche Erfahrungen machen Sie da? Okay, da berühren Sie eine Diskussion, gerade auf der Individualebene haben wir ja immer wieder die Diskussion mit der Vergleich zu Persönlichkeitstests. Viele Unternehmen nutzen Persönlichkeitstests. Persönlichkeitsmerkmale haben halt eine fatale Eigenschaft. Sie sind für uns als Personalentwickler nahezu unveränderbar. Natürlich, wenn ich ein Psychiater bin und arbeite mit Ihnen jede Woche eine Sitzung 2 Jahre lang, kann ich auch an Ihren Persönlichkeitseigenschaften arbeiten. Aber im Rahmen der Personalentwicklung müssen wir eigentlich Persönlichkeitseigenschaften als nahezu unveränderbar ansehen. Und das ist das Schöne, deswegen arbeiten wir mit Werten und Kompetenzen, die sind tatsächlich veränderbar. Natürlich jetzt nicht von heute auf morgen, aber durch entsprechende Erfahrungsmöglichkeiten und so weiter, da kommen wir ja noch drauf zu sprechen, kann ich Kompetenzen verändern.
Also die Kompetenzen und Werte auf Unternehmens- und Teamebene sehe ich schon als relativ stabil an, können aber über eine mittlere Frist durchaus verändert werden. Die Wertekompetenzen auf Individualebene können sogar in relativ überschaubaren Zeiten verändert werden. Ich gehe nachher da, wenn wir über die Kompetenzentwicklung sprechen, noch mal kurz darauf ein. Aber da können sich tatsächlich Veränderungen zeigen. Und wenn wir zum Beispiel jetzt für Führungsnachwuchskräfte Entwicklungsprogramme konzipieren, erfassen wir so im Halbjahresrhythmus die Werte und Kompetenzen, um zu sehen, ob sich da jetzt schon Veränderungen dann ergeben haben. Dankeschön. Eine weitere Frage? Ja, schönen guten Tag erstmal. Mich würde noch mal interessieren, in welchem Gremium Sie gerade diese Spannweite für die Sollbewertung, Minimal-, Maximalwert, also haben Sie da unterschiedliche hierarchische Abstufungen? Sind das alles eher auch aus dem Führungskräftebereich, mit denen Sie da diese Werte abklären? Also das entscheidende Kriterium ist, dass diejenigen, die dann in diesem Gremium sind, die jeweilige Funktion aus eigener Erfahrung am besten über Jahrzehnte kennen und auch immer aktuell noch an der Front stehen. Also wenn ich zum Beispiel ein Profil für einen Vertriebsmitarbeiter entwickeln würde, dann würde ich sagen, holt euch doch mal jetzt 4, 5 sehr erfahrene Mitarbeiter aus dem Vertriebsteam. Ich würde dann aber, damit noch dieser Blickwinkel hinzukommt, 1, 2 Führungskräfte, aber auch aus dem Vertriebsbereich hinzuziehen, weil da kommt noch vielleicht eine andere Sichtweise und eine Vertreterin aus dem Personalbereich. Dann sind wir so bei 8 Leuten und damit kann man wunderschön arbeiten. Dann passt man im ersten Schritt zunächst mal eine Kompetenz gemeinsam im Plenum an und kann sich dann in kleine Gruppen aufteilen, die dann gruppenteilig sich damit beschäftigen. Und das sind immer, also es sind sehr schöne Workshops, auch hochspannende Diskussionen, die sich hier ergeben. Alles klar, vielen Dank. Eines ist mir an der Stelle noch wichtig. Ich habe ja gesagt, wir beraten die Mitarbeitenden. Das dauert so etwa eine halbe Stunde. Kann man wunderschön heute über Zoom oder Teams und so weiter machen. Eines ist ganz wichtig. Diese Wertekompetenzerfassungen sind kein Beurteilungssystem. Das erlebe ich immer wieder, dass Unternehmen das quasi als Basis der Beurteilung nehmen. Das ist deswegen so fatal, weil bereits schon bei der Erfassung sich dann ein ganz anderer Touch reinspielt. Wenn jetzt zum Beispiel so eine Erfassung in meinem Team gemacht wird und ich weiß, das wird nachher von meinem Chef als Beurteilungsinstrument genommen, dann würde ich mir gegenüber schon sehr optimistisch sein und meine Kolleginnen würden natürlich auch nicht ganz objektiv bewerten. Wenn sie mich gut leiden können, würden sie eher eine optimistische Sichtweise haben. Wenn sie mich nicht leiden können, können sie endlich mal die Gelegenheit nutzen. Was ich damit sagen will, ist, wenn man wirklich es sind ja immer subjektive Einschätzungen, haben, wenn man ehrlicher, so, das war das Wort, was ich gesucht habe. Wenn man ehrliche Einschätzungen haben möchte, dann sollte man es als Unterstützungsinstrument für den Lerner nutzen, damit er seine selbstorganisierten Lernprozesse zielgerichtet mithilfe eines Beraters gestalten kann. Und deswegen sind auch die Fremdeinschätzungen so wichtig. Wir wissen aus unseren Erfahrungen, wenn ich nur eine Selbsteinschätzung mache, dann bin ich nicht sicher, ob da nicht einer zu schwindeln anfängt. Wenn aber die Mitarbeiter das in unserer Erfahrung wissen, meine Kollegen geben da eine Fremdeinschätzung ab, dann sind sie bei sich selbst auch erfahrungsgemäß sehr viel realistischer. Okay, dann mache ich mal weiter. Dann will ich doch mal noch auf den Begriff Future Skills eingehen. Das ist ja so ein Modebegriff und der zieht sich hier so in der aktuellen Diskussion durch. Ich habe deswegen das als Aufhänger genommen und mit meinem Freund Frank Edelkraut, das ist ein Berater aus Hamburg,
dieses Buch zu schreiben. Letztendlich umfasst Future Skills, umfasst Werte und Kompetenzen. Ich sehe die Hand, ich gehe gleich auf Sie ein. Wir haben dann ein Modell entwickelt, in dem wir Werte und Kompetenzen quasi integriert haben. Sie sehen hier, also da haben wir uns so an der OECD und an verschiedenen Studien orientiert und haben jetzt ein integriertes Modell entwickelt, welches wir ebenfalls mit der vorher dargestellten Software dann auch erfassen, abfragen können. Sie sehen daran, dieses System ist sehr offen. Wenn Sie also schon eigene Wertekompetenzmodelle haben, dann halte ich sehr viel davon, dass Sie dann auch mit diesen Werten, mit diesen Begriffen, die Sie selbst entwickelt haben, weiterarbeiten. Wir maßen uns nicht an zu sagen, unsere Modelle sind quasi das Alleinseligmachende. Ich würde Sie alle, immer, leider kann man die Namen nicht sehen, aber Frau Westermann kann ich zumindest jetzt mit Namen ansprechen. Ja. Für den Namen geht es leider nicht. Bitte schön. Genau, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade gut reinpasst, aber ich dachte, weil wir die Kompetenzerfassung gerade abgeschlossen haben, wir sind ja schon ein bisschen länger im Gespräch und hatten die Kompetenzerfassung mal für ein mittelständisches Unternehmen durchgespielt mit ca. 70 Mitarbeitenden. Ich meine mich zu entsinnen, dass Sie auch gesagt haben, dass man auch Teilbereiche von Unternehmen erfassen kann. Und ich habe mich gefragt, was macht das für einen Unterschied? Also es ist klar, wenn ich ein ganzes Unternehmen erfasse, dann bin ich da ganzheitlich mit diesem Modell unterwegs. Aber welchen Unterschied würde das jetzt beispielsweise machen, wenn ich sage, ich beschränke mich auf einen bestimmten Bereich? Was gibt es da zu beachten? Also ich würde dann am Schluss auch sagen, die Ideallösung sieht natürlich so aus, dass man erstmal auf der Organisationsebene den quasi einen Wertekompetenzrahmen schafft, dann über die Teams bis auf die Mitarbeiterebene geht. Aber man muss Pragmatiker sein, das funktioniert fast nie. Ich war mal kurz mal auf einer Tagung in St. Gallen. Da gab es nur ein einziges Unternehmen, welches diesen Weg gegangen ist. Und wenn das nicht geht, dann ist es immer noch besser, man fängt mit Pilotprojekten an und macht die Wertekompetenzerfassung in einem Teilbereich, zieht das dort konsequent durch, muss sich vielleicht auch nicht mit so vielen Widerständen herumschlagen. Und wenn das dort gut läuft, das ist die Erfahrung, hat man gute Chancen, dass andere Bereiche nachziehen und sagen, das wollen wir auch machen. Das heißt, das ist dann so eher die Salami-Taktik bottom-up. Okay, danke schön. Eine Ergänzung möchte ich noch machen. Diese Beratung erfordert etwa so eine halbe Stunde. Und wenn ich jetzt in ein Unternehmen gehe und ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern sagt, wir wollen das jetzt einführen, dann ist das im Prinzip einfach ressourcenmäßig nicht machbar. Aber die Rettung naht. Also wir sind im Moment gerade dran, das haben wir jetzt schon beschlossen. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir uns mal in einem halben Jahr, vielleicht ist es auch ein Dreivierteljahr, man weiß es nie in solchen Projekten, zusammenkommen, dass wir Ihnen dann eine Lösung anbieten können, wo quasi dann künstliche Intelligenz jedem einzelnen Mitarbeitenden eine individuelle Analyse, Bewertung gibt, ihm individuelle Vorschläge für seine Entwicklungsziele macht und ihm auch schon individuelle Vorschläge für seine Entwicklung macht, also Wertekompetenzentwicklung macht. Und wenn wir das im nächsten Jahr haben, dann ist diese Lösung skalierbar und dann kann man sie auch auf große Gruppen oder größere Gruppen übertragen. Das nur so zum Hintergrund, weil das ist natürlich im Moment noch so eine gewisse Hürde, um das in größere Gruppen reinzutragen. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr, nicht, dass ich mich zu sehr festhalte. So, wenn man jetzt solch eine Lösung umsetzt, braucht man auch eine entsprechende technologische Plattform, das ist jetzt hier die sogenannte Learning Experience Plattform. Ich denke, Sie haben alle schon Erfahrungen mit Lernplattformen wie Moodle und Ähnlichem gemacht, die mal vor 20 Jahren entwickelt wurden, um formelles Lernen zu unterstützen. In der Praxis sorgen sie häufig als Ablagesysteme für PDFs, Lernprogramme oder Podcasts genutzt. Und dann gibt es vielleicht noch ein Forum. Die
Learning Experience Plattform zielt jetzt aber nicht auf das formelle Lernen. Das deckt sie auch mit ab. Aber die Zielsetzung ist, das Lernen im Arbeitsprozess zu unterstützen. Und warum das so wichtig ist, werde ich nachher begründen. Deswegen integrieren wir diese Wertekompetenzerfassung in diese Learning Experience Plattform. Wir haben oben nämlich die Tools, die man braucht, um den eigenen Lernprozess zu planen. Dort finde ich auch Empfehlungen, Tipps, Hinweise. Dann brauche ich natürlich alles, was ich zur Kommunikation mit anderen brauche, was ich aber auch zur gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten im Netz brauche. Ich brauche das gesamte Wissen. Wenn ich selbst organisiert lernen will, muss ich ja wissen, wo ich mein Wissen herbekomme. Und ich brauche auch Feedbacksysteme. Und nur eine Studie, die ich kürzlich gefunden habe, eine amerikanische Studie von DeGreed, solche Learning Experience Plattformen unterstützen ja jetzt dieses selbstorganisierte Lernen. Und wenn Sie sich mal so diese Prozentzahlen betrachten, dann ist es schon erstaunlich, wie viel effizienter das Lernen, das Corporate Learning werden kann, wenn man wirklich es schafft, selbstorganisiertes Lernen mit Unterstützung solcher Learning Experience Plattformen umzusetzen. So viel jetzt zunächst mal zu den Voraussetzungen. Und jetzt komme ich zur Werte- und Kompetenzentwicklung selber. Es gibt noch eine Frage gerade. Ja, bitte. Ja, genau, Herr Sauter. Erstmal danke für den spannenden Vortrag bis dahin. LXP ist ein Thema, das mich gerade sehr umtreibt. Und zwar beobachte ich das gerade in größeren Organisationen, dass wir ein eher akademisches Milieu haben, das sehr, sehr stark daran interessiert ist, selbst gesteuert und auch digital zu lernen. Aber gerade im Produktionsbereich erlebe ich häufig, dass digitale Lernangebote gar nicht so gut angenommen werden. Was hätten Sie denn für einen Ansatz, um Firmen so aufzubauen, dass gerade in dem Produktionsbereich, wo vielleicht auch nicht die technische Ausstattung überall angekommen ist? Eine wunderbare Frage, die genau den Kern des Problems trifft. Darf ich Sie ein bisschen vertrösten, weil ich werde nachher einen Ansatz zeigen, wie wir versuchen, Wertekompetenzentwicklung in die Praxis zu bringen. Und dann wäre meine Bitte, dass Sie dann Ihre Frage an der Stelle nochmal nach einbringen. Weil sonst nehme ich jetzt viele Dinge vorweg, die nachher kommen. Super, danke schön. Aber bitte nicht vergessen. Okay, so. Wie kann man Wertekompetenzen grundsätzlich entwickeln? Das kann man sich wunderbar am Beispiel Autofahren verdeutlichen. Erinnern Sie sich, wie Sie fahren gelernt haben. Sie gingen in die Fahrschule und haben sich die langweiligen Vorträge des Fahrlehrers angehört. Dann haben Sie Wissen aufgebaut. Dann haben Sie viele Übungen gemacht, um die Theorieprüfung zu bestehen. Dann waren Sie sogar qualifiziert fürs Autofahren mit Zertifikat. Kein vernünftiger Mensch käme jetzt auf die Idee, zu sagen, hier hast du meine Schlüssel, fahr mit mir mal auf die Autobahn und teste das mal. Bei Führungskräften haben wir da überhaupt keine Probleme damit. Die schicken wir in irgendwelche Business Schools, lassen die 20 Fallstudien immer komplexer werden, bearbeiten. Und dann wird gesagt, so, jetzt bist du eine kompetente Führungskraft. Aber Thomas Sattelberger hat das schon so wunderbar auf den Punkt gebracht, hat gesagt, du bist erst dann eine gute Führungskraft, wenn du mehrere Krisen erfolgreich bewältigt hast, wenn du dich dir diesem Stress, diesen Emotionen ausgesetzt hast. Und beim Autofahren ist es genau gleich. Die junge Dame in dem Bild lernt erst dann Autofahren, wenn sie sich selbst an Steuer setzt. Das ist hier so banal, dass ich mich jetzt schon als etwas komisch empfinde hier, wenn ich das sage. Aber in der betrieblichen Bildung hat sich das jahrzehntelang nicht niedergeschlagen. Das heißt, mein Doktorvater Dieter Wahl hat es so schön auf den Punkt gebracht, Handeln lernt man durch Handeln, durch nichts anderes. Sie können jemanden noch so lange mit Wissen füttern, deswegen wird er trotzdem nicht handeln können. Beim Autofahren ist genauso. Wie lernt die Dame jetzt Autofahren? Sie fährt mal ein bisschen zu schnell in die Kurve.
dann fängt das Auto vielleicht schon etwas zu schlingern an, aber sie hat ja kurz dann ihren Coach dabei, nämlich ihren Fahrlehrer. Entweder greift er in Steuer oder gibt ihr einen Tipp. Auf jeden Fall wird sie die Situation bewältigen und beim nächsten Mal, wenn sie in so eine Situation kommt, wird sie aufgrund dieser Erfahrung schon anders herangehen und baut dann nach und nach ihre Kompetenz auf. Dann passiert aber gleichzeitig noch was anderes. Sie entwickelt auch ihre Werte. Weil in ihrer Euphorie, dass sie jetzt die Kurve geschafft hat, fährt sie etwas zu schnell an den Zebrastreifen und überfährt beinahe die alte Oma, die darüber geht. Sie wird zu Tode erschrecken, kann gerade noch halten. Das heißt, beim nächsten Mal wird sie sehr viel achtsamer hier an den Zebrastreifen fahren. Das heißt, aufgrund ihrer Erfahrung wird sie auch ihre Werte entwickeln. Und das ist das, was ich eingangs meinte. Sie können auf Individualebene Werte und Kompetenzentwicklung gar nicht voneinander trennen. Beides spielt immer miteinander rein. Und Kompetenzen wissen wir auch aus der Forschung, werden Sie nur dann nachhaltig verinnerlichen, wenn Sie Erfahrungen und damit Werte, Emotionen nachhaltig interiorisieren, also verinnerlichen. Und das Bild übertragen wir jetzt auf das Corporate Learning. Geht mein Bild nicht weiter? Moment, so jetzt. Wir haben hier folgendes Grundmodell entwickelt. Wertekompetenzentwicklung findet primär deshalb in der Praxis statt. Wir müssen also den zentralen Lernort verlagern vom Seminarraum an den Arbeitsplatz. Tendenziell wird das immer mehr dorthin wandern. Irgendwann wird es sogar gar mal zum Workplace Learning sich verändern, wo Lernen dann ausschließlich dort stattfindet. Wir wissen, dass Lernen, selbstorganisiertes Lernen dann erfolgreich funktioniert, wenn ich eine Lernbegleitung habe. Idealerweise habe ich jetzt meinen eigenen Lerncoach. Das ist aber nicht finanzierbar in einem Unternehmen, dass jeder Mitarbeiter seinen eigenen Coach hat. Deswegen arbeiten wir sehr stark mit dem Co-Coaching oder Peer-to-Peer-Learning. Das heißt, die Mitarbeiter unterstützen sich gegenseitig. Das ist der eigentliche Lernprozess, so wie Sie es jetzt mit dem Fahrlehrer und der Fahrschülerin im Auto hatten. Aber natürlich kann man das jetzt noch flankieren. Das heißt, man kann natürlich beispielsweise im Vorfeld schon mal Trainings machen. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass meine Teilnehmer, meine Mitarbeiter agil handeln, dann ist es kein Fehler, wenn sie mal vorher noch ein Methodentraining zu Scrum oder anderen Methoden, Kanban und so weiter durchgeführt haben. Also Trainingsmaßnahmen sind nicht überflüssig, aber sie haben einen vorbereitenden Charakter. In Trainings, in Fallstudien, in Rollenspielen können Sie keine Kompetenzen aufbauen, weil dort die emotionale Herausforderung fehlt. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt ein schwieriges Mitarbeitergespräch im Rollenspiel durchführe oder ob ich jetzt die Mitarbeiterin vor mir sitzen habe, die in einen Heulkrampf ausbricht, weil ich ihr irgendeine negative Nachricht bringen musste. Also die emotionale Herausforderung werde ich nur in realen Herausforderungen spüren. Und dann kann ich durchaus auch noch Seminare oder E-Learnings oder andere Methoden einbauen, aber mehr im Sinne von Denkanstoß, Anregungen geben, den Horizont erweitern. Aber diese Prioritäten müssen wirklich von links nach rechts gesehen werden. In erster Linie überlege ich mir, wie kann ich die Werte- und Kompetenzentwicklung in der Praxis gestalten? Welche Begleitung brauche ich? Und erst im zweiten Schritt überlege ich mir, was ich an Trainings und Weiterbildungen noch integriere. So, und jetzt haben wir ein Problem in der Praxis. Die Masse unserer Mitarbeiter kommt aus einer Lernkultur, wo sie jetzt die Lehre gewohnt sind. Wo sie also gewohnt sind, immer wenn es ums Lernen geht, steht da vorne einer und sagt mir, was ich tun soll. Das fängt schon im Kindergarten an. Da sagt mir die Tante, jetzt nehm mal dein Malbuch oder jetzt singen wir mal.
Das setzt sich in der Schule fort und das geht in der Hochschule oder in der Berufsausbildung weiter. Da heißt die Kindergartentante dann halt Professor oder Ausbilder oder was immer. Aber immer steht einer da und sagt mir, jetzt machen wir folgende Übung, jetzt machen wir Folgendes. Und das hat mir mein Doktorvater, der Titel war mal so schön plastisch nahegebracht bei dem Mittagessen, kam zu der These und sagte, es gibt kaum einen Bereich, wo die Veränderungsresistenz, die Widerstände gegen Änderungen so groß sind wie im Lernbereich, weil jeder über Jahrzehnte diese lehrfremd organisierte Lehrkultur in sich verinnerlicht hat. Also genügt es nicht, wenn wir eine wunderschöne Learning Experience Plattform hinstellen und sagen so, ab morgen, ihr habt jetzt eine fantastische Learning Experience Plattform, die kann alles. Und ab morgen lernen wir alles selbst organisiert. Nutzt einfach das Ding und das funktioniert nicht. Ein paar wenige werden das packen, aber die Großzahl ist überfordert. Und deswegen haben wir das Social Blended Learning Konzept entwickelt. Sie kennen wahrscheinlich alle Blended Learning, diese Kombination aus Präsenz und selbstorganisierten Lernphasen, meist durch ein Curriculum gesteuert. Das heißt, die Mitarbeiter arbeiten dann entweder ein Web-based Training oder Lernvideos oder irgendwelche Lernmaterialien nach einem vorgegebenen Lernplan ab. Alle nach dem gleichen Curriculum, egal ob sie wenig oder viel Erfahrung haben, ob sie langsam oder schnell lernen. Vielleicht nur so nebenbei, wissen Sie, wie stark die Lerngeschwindigkeit von jungen Erwachsenen im Durchschnitt differiert? Mit welchem Faktor? 1 zu? Wer traut sich mal? 1 zu 10. Ah, hervorragend. Sie haben es fast getroffen. Also mein Doktorvater, den ich gerade erwähnt habe, Dieter Mal, hat es über Jahre bei Erwachsenenbildungsmaßnahmen, also bei jungen Erwachsenen gemessen und kam zum Ergebnis, dass junge Erwachsene also der schnellste in einer durchschnittlichen Lerngruppe 9-mal so schnell das, was er hört, verarbeitet wie der langsamste. Wobei der langsame nicht dümmer ist, der lernt nur anders. Der schnelle, der kann das Gehörte fotografisch abspeichern. Das waren die Leute, die ich im Studium immer gehasst habe. Die haben nie was gelernt und immer viel bessere Noten gehabt, wie ich. Weil die konnten das Gehörte quasi fotografisch abspeichern, in der Klausur ausspucken und dann schnell wieder vergessen. Und andere, und dazu gehöre ich auch, da fängt sofort an zu arbeiten. Wie könnte ich das bei mir anwenden? Aber der da vorne, der ist ja schon wieder beim nächsten Punkt. Deswegen ist ja dieses seminaristische Lernen, dieser Frontalunterricht so völlig unsinnig. Und deswegen wird ja gerade mal 6% von dem, was man im Seminar hört, in der Praxis angewandt. Hat Kirkpatrick auch über Jahrzehnte erhoben. So, also das sind die Leute aber gewohnt. Deswegen haben wir gesagt, wir laden die jetzt alle zu einem Kick-Off ein, so wie sie es immer gewohnt sind. Da bekomme ich auch eine Einladung, hier zu irgendeinem Seminar zu kommen. Und ich mache es jetzt mal am Beispiel unserer eigenen Führungskräfteentwicklungsmaßnahme, die wir anbieten, also wertekompetenzorientierte Führungskräfteentwicklung. Wir starten mit der Wertekompetenzerfassung und wenn ich jetzt Lernbegleiter bin, führe ich mit jedem erstmal ein Beratungsgespräch mit einem schönen Nebeneffekt. Wenn ich dann in den Kick-Off komme, habe ich mit jedem meiner Teilnehmer schon mindestens eine halbe Stunde ein sehr persönliches, relativ tiefgehendes Gespräch geführt. So, nach meinem Beratungsgespräch bitte ich jetzt aber, wenn Sie jetzt meine Teilnehmer wären, bitte ich jeden, jetzt mit seinen individuellen 2 bis 3 Werte- und Kompetenzzielen zu seiner Führungskraft zu gehen und mit der Führungskraft entsprechende Praxisaufgaben oder Praxisprojekte zu definieren, in denen er genau diese Kompetenz oder diesen Wert entwickeln kann. Ich bringe jetzt ein Beispiel, was zugegebenermaßen etwas extrem ist, aber ich finde das so schön, weil es die Sache genau auf den Punkt bringt. Und das ist jetzt nicht erfunden. Ich hatte tatsächlich in einer Behörde, wo sehr viel Publikumsverkehr war, hatte ich eine Teilnehmerin,
Ich hatte jetzt aufgrund Ihrer Wert- und Kompetenzerfassung sich unter anderem zum Ziel gesetzt, ich möchte meine Kommunikationsfähigkeit in schwierigen, stressigen Mitarbeitergesprächen steigern. Und bei der Analyse Ihrer Werte, insbesondere beim Wert Respekt, habe ich dann so ein bisschen herausgehört, dass Sie Probleme mit Menschen hat, die einen Migrationshintergrund mitbringen. Und das war ihr gar nicht so wirklich bewusst, aber sie hat es dann letztendlich doch bestätigt und sie hat sich zum Ziel gesetzt, sie will hier einfach respektvoller und handeln. Damit ging sie zu ihrem Abteilungsleiter und der hat was Geniales gemacht. Der hat gesagt, so das nächste halbe Jahr machen wir Job Rotation, gehst du in die Reklamationsabteilung, da kannst du dich von morgens bis abends mit Menschen auseinandersetzen, die wütend, enttäuscht sind, verärgert sind, also mit schwierigen Kommunikationssituationen. Und 40% unserer Kunden, wissen wir aus der Statistik, haben Migrationshintergrund. Dann kannst du dich auch mit diesen Menschen auseinandersetzen. Und das hat einen enormen Entwicklungsschub geleistet. Und vorher kam ja die Frage, wie oft man das erfassen soll. Also hier nach einem halben Jahr hat sich da wirklich extrem viel getan. Das ist übrigens auch der Grund, warum man bei der Führungskräfteentwicklung häufig ja auch diesen Seitenwechsel praktiziert, wo Führungskräfte mal für ein paar Wochen beispielsweise in eine Suppenküche gehen oder in einen anderen Bereich, wo sie einfach ganz anderen Situationen ausgesetzt sind. Okay, das heißt, ich habe jetzt den Kickoff und jetzt kommen da, jetzt sage ich mal, 15 Leute und jeder hat sein eigenes Praxisprojekt, also ganz unterschiedliche. Bei Siemens, wo wir das Konzept vor 20 Jahren das erste Mal entwickelt haben, hatte ich Leute drin, da war beispielsweise dann ein Jurist, der natürlich ein juristisches Praxisprojekt hatte, da war der Ingenieur, der irgendwas aus dem Produktionsbereich hatte, da hatte ich den Betriebswirt und den Psychologen, also ganz verschiedene Projekte. Das spielt aber keine Rolle, im Gegenteil, das ist sogar sehr hilfreich. Und jetzt kommt der Unterschied. Der Kick-Off hat eine einzige Zielsetzung. Er soll die Menschen dazu bringen, ihre späteren selbstorganisierten Lernprozesse wirklich erfolgreich gestalten zu können. Und ich habe jetzt 30 Jahre Erfahrung mit selbstorganisiertem Lernen, am Anfang noch eher ohne neue Medien, später dann mit. Es ist aber immer das Gleiche. Selbstorganisiertes Lernen funktioniert nur dann, wenn es uns gelingt, im Kick-Off eine sehr hohe Verbindlichkeit zu schaffen. Eine Kultur, eine Ära der Verbindlichkeit. Wenn Ihnen das nicht gelingt, wird es auch bei sehr professionellen Gruppen wie bei erfahrenen Führungskräften nicht gelingen, dass sie ihre Versprechen wieder wirklich umsetzen, weil sie in der Praxis dann plötzlich mit ganz anderen Dingen der Alltag überrollt sie und dann rutscht das Lernprojekt nach hinten. Aber wir haben eine Methode gefunden, wie das klappt. Ich erzähle einfach mal, wie der Kick-Off abläuft. Morgen stellen wir uns alle vor, jeder berichtet über sein Projekt, sodass man weiß, was für Projekte sind da denn im Raum jetzt vertreten. Dann erzähle ich was, wie der Lernprozess läuft. Aber das Entscheidende kommt eigentlich am Nachmittag. Dann bitte ich die Teilnehmerinnen am Nachmittag, da gebe ich ihnen eine Stunde Zeit und sage, ihr habt eine Stunde Zeit. Erstens mal, jeder sucht sich jetzt für die kommenden, in dem Fall 8 Wochen, sucht sich jeder seinen persönlichen Lernpartner, mit dem er über die 8 Wochen zusammenarbeitet. Ich halte mich da vollkommen raus, weil wir wissen, erfolgreiche Lernpartnerschaften funktionieren dann, wenn die zwei sich auf Augenhöhe begegnen und wenn auch eine gewisse Sympathie da ist. Frau Westermann, wenn ich Sie nicht leiden könnte, könnte ich nicht 8 Wochen mit Ihnen jetzt produktiv arbeiten. So, aber beides können die Teilnehmer am besten einschätzen. Das kann ich ja als Lernbegleiter nicht wirklich einschätzen. Das heißt, ich halte mich raus. Dann bekommen die Teilnehmer ein Formular, weil ich gelernt habe, nur schriftliche Vereinbarungen werden verbindlich eingehalten. Und dann bitte ich die Teilnehmer, nach agilen Prinzipien, also nach wöchentlichen Sprints, diese 8 Wochen zu planen. Also erstmal einen Grobplan zu machen und dann erstmal nur mal für die erste Woche
im Detail zu planen. Du machst das, ich mache das. Das heißt also, die planen ganz konkret schriftlich, was sie machen. Und sie müssen einen wöchentlichen Schurfix vereinbaren. Und jetzt funktioniert das schlechte Gewissen. Wenn ich mit Ihnen, Frau Westermann, vereinbart habe, immer Mittwochabend 18 Uhr treffen wir uns und ich habe montagsabends noch überhaupt nichts gemacht, dann fängt das schlechte Gewissen an zu arbeiten. Und dann lege ich lieber eine Nachtschicht ein, als mich bei Ihnen zu blamieren. Und es ist tatsächlich so, seit wir so vorgehen, funktionieren diese Vereinbarungen mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, mit denen muss man dann halt reden. So, und dann läuft das so ab, jeder hat jetzt also seine klare Aufgabe, was er in der ersten Woche in seinem Projekt macht. Nach einer Woche treffe ich mich mit meiner Lernpartnerin und kläre alle offenen Fragen. Und jetzt kann es sein, meine Lernpartnerin ist Juristin und ich bin Betriebswirt. Aber trotzdem kann es für mich extrem hilfreich sein, Feedback zu ihr zu bekommen, von ihr zu bekommen. Aber es gilt dann die Spielregel, wenn wir das Problem nicht lösen können, stellen wir das in das Forum, quasi in die Learning Experience Plattform für den Kurs und sagen, wir haben folgendes Problem, wir kommen mit folgendem nicht klar. Hat jemand im Kurs eine Idee, eine Anregung oder kennt jemand, der uns hierbei helfen kann? Und somit fordern wir das soziale Lernen. Und es gilt die Regel, Sie dürfen erst dann auf mich zukommen, wenn auch hier keine Lösung stattfindet. So, und dann hatten wir aber ein weiteres Problem. Jetzt habe ich 15 verschiedene Projekte. Wie bringe ich diese Projekte denn wieder in den Kurs hinein? Und da haben wir eine Lösung entwickelt, nämlich mit einem Projekttagebuch. Wir vereinbaren im Kick-Off, dass die Teilnehmer einmal in der Woche ein Projekttagebuch schreiben. Das kann als Blog gestaltet sein. Wir wollen jetzt im Herbst mit einem Social Video beginnen, wo ich also mein Resümee über die Woche in ein kleines Video von 2-3 Minuten spreche. Und die anderen, also wir haben dann eine Software dafür, die anderen können dann das Video kommentieren. Und wenn ich jetzt in meinem Rückmeldung sage, ich habe das und das Problem, kann ich sofort kommentieren, reinschreiben oder reinsprechen, ich habe folgende Lösung. Also nochmal, wöchentliche Sprints, einmal in der Woche treffen wir uns, lösen die Probleme gemeinsam, wenn es nicht geht, auf Kursebene. Sonst geben wir das Problem an mich als den Lernbegleiter weiter. Gleichzeitig führen wir alle ein Lerntagebuch, so dass ich als Lernbegleiter einen sehr tiefgehenden Einblick bekomme, was da passiert. So, alle 2 Wochen treffen wir uns dann für einen Online-Workshop, wo wir die offenen Fragen jetzt dann mit dem Lernbegleiter bearbeiten. Dann werden wieder die nächsten 2 Wochen geplant. Und durch diese Taktung, durch das Projekttagebuch, durch die Sure-Fix mit dem Lernpartner, bauen wir überall solche Pfeiler ein, die Verbindlichkeit des Lernens extrem steigern. Und am Schluss gibt es einen Abschlussworkshop und da präsentiert jeder dann seine Ergebnisse aus seinem Praxisprojekt und bewertet wird nicht, was die Leute gelernt haben, also welche Lernmodule sie bearbeitet haben, sondern wir bewerten ausschließlich dann die Ergebnisse der Praxisaufgabe oder des Praxisprojektes. Deshalb laden wir zum Abschlussworkshop auch gerne die Führungskräfte ein. Noch eine Ergänzung zu den Inhalten. Als ich vor 20 Jahren bei Siemens mit der Methode begonnen habe, habe ich noch 3 dicke, fette Lernprogramme geschrieben, jede 6 bis 8 Stunden. Und manche haben da noch deutlich länger dran geknabbert. Wir haben das jetzt alles neu gemacht und ich habe jetzt, glaube ich, fast 300 Lernmodule entwickelt. Das heißt also, wir verlangen von den Teilnehmern nicht mehr, dass sie irgendein Curriculum systematisch abarbeiten, weil wir wissen, dass sie davon schon am Ende den größten Teil wieder vergessen haben, sondern wir stellen im Sinne des Microlearning viele kleine Lernmodule, die möglichst problemorientiert gestaltet sind. Also wie formuliere ich eine Abmahnung oder solche Dinge, stellen wir zur Verfügung und der Lerner kann dann auf diese Lernmodule zugreifen.
Wir sind jetzt dabei, das wird nicht einmal ein halbes Jahr dauern, in ein paar Wochen sind wir so weit, dass dann unsere Learning Experience Plattform, dass ich da als Lerner dann nicht suchen muss, wo finde ich denn jetzt etwas zu meinem Problem, sondern ich schreibe rein, ich habe folgendes Problem in meinem Praxisprojekt. Lernprogramm, sag mir doch mal, wie die Lösung aussieht. Und dann sucht die künstliche Intelligenz in unseren Lernmaterialien, welche Lösungen es gibt und gibt schon eine formulierte Antwort, so wie das ChatGPT ja auch macht. Nur ChatGPT greift auf das Internet zu. Wenn ChatGPT nicht weiterkommt, dann erfindet ChatGPT auch schon mal was und schreibt dann vielleicht auch Unsinn. Und durch diese Begrenzung der künstlichen Intelligenz auf unsere eigenen Lerninhalte sind wir sicher, dass nur quasi geprüfte Rückmeldungen kommen. Und somit kann dann über künstliche Intelligenz hier die künstliche Intelligenz fast wie ein weiterer Lernbegleiter die Lernenden in dem Prozess begleiten. So, da mache ich jetzt einen. Achso, doch, wenn ich das noch ergänzen darf, und dann gehen wir auf alle Fragen ein. Ich habe hier mal aufgeschrieben, was künstliche Intelligenz alles kann. Und zwar jetzt nicht irgendwie im Sinne einer Zukunftsvision, sondern daran arbeiten wir schon. Teilweise gibt es die Lösungen schon, teilweise sind sie gerade in der Entwicklung. Sie können sich also heute mit künstlicher Intelligenz schon Lernkonzepte entwickeln lassen. Also mein Partner hat jetzt einen Kurs in den USA gemacht und hat jetzt dann eine Software hier mitgebracht, mit der er jetzt einen ganzen Kurs hat gestalten lassen, in einer erstaunlichen Qualität, hat dann die KI gebeten, daraus Lernvideos abzuleiten, die Lerninhalte zu kreieren, Podcasts abzuleiten. Und es sind Lernvideos mit Avataren entstanden, wo sie auf Anhieb nicht erkennen, dass es ein Avatar ist und nicht ein wirklicher Mensch. Also auch Sie können sich Ihr Leben zukünftig sehr viel leichter machen. Man kann natürlich die Lösungen nicht eins zu eins übernehmen. Das wird dann auch die guten von den weniger guten Lösungen unterscheiden, dass Profis wie Sie dann diese Vorschläge nehmen und daraus dann etwas wirklich Professionelles machen. Aber es erspart Ihnen enorm viel Arbeit. Dann das, was ich vorher schon genannt habe, Analyse und Bewertung, Bewertung, Kompetenzerfassung, Ableitung der Lernpfade in Praxisaufgaben und so weiter. Aber dann auch dieser virtuelle Assistent, der mich wie eben beschrieben begleitet. Dann zum Beispiel Kuratierung von Content. Die künstliche Intelligenz registriert ja, mit welchen Inhalten beschäftige ich mich intensiv, welche schmeiße ich sofort weg. Und lernt mich dabei immer besser kennen, sodass die künstliche Intelligenz zukünftig mir schon Vorschläge machen kann und sagen kann, du, da gibt es jetzt einen neuen Artikel und neue Anregungen. Also so etwa die Idee der persönlichen aktuellen Zeitung, sodass ich jeden Morgen oder vielleicht einmal in der Woche von der KI Vorschläge bekomme, was ich denn lesen sollte. Und Skill Mapping, das ist bei uns so jetzt die zweite Priorität, ich denke nächstes Jahr, dass man dann auch über ein Unternehmen so eine Art Lernkarte legen kann. Und wenn ich jetzt bestimmte Kompetenzen suche oder Mitarbeiter mit einer bestimmten Haltung für bestimmte Aufgaben, dann kann ich über das Skill Mapping solche Mitarbeiter identifizieren und kann gezielter Plätze besetzen. So, aber jetzt halte ich wirklich den Mund und bin gespannt auf Ihre Fragen. Ja, also ich hatte zwei Fragen. Ich finde es total faszinierend. Vielleicht, genau, können wir auf dieser Folie mal bleiben. Ich finde es total faszinierend, weil ich mir vorstellen kann, dass das auf jeden Fall für Unternehmen, möglicherweise auch für Bildungsanbieter, viel einfacher wäre, so vorzugehen. Wenn ich mir überlege, wie viel Entwicklung wir, also auch ich immer noch in die Entwicklung oder wie viel Zeit ich in die Entwicklung von Lehrgängen stecke, die noch einen Teil eines Curriculums haben. Aber ein Punkt, da kriege ich einfach keinen Dreh dran. Sie haben das sehr schöne Beispiel gebracht mit dem Paarenlernen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe hier ein Peer, mit dem ich eine Lerngruppe bilde, dann, also bildlich gesprochen, schmeiße ich ja im Grunde den Fahrlehrer
raus. Also die Rolle des Lernbegleiters ist mir vielleicht auch noch nicht ganz klar, aber zumindest habe ich eigentlich nicht mehr unbedingt jemanden, der sich auskennen muss mit meiner Thematik. Ja, einerseits, was weiß ich jetzt in der Perspektive des Bildungsanbieters gedacht, eigentlich super. Dann kann ich ja eigentlich jeden, der weiß, wie Lernbegleitung geht, auf diese Rolle setzen. Faktisch ist es so, wenn ich mir jetzt zum Beispiel unseren Innovationsmanager-Lehrgang vorstelle, nehme ich gerade gerne Coaches, die eben sehr viel Erfahrung mit diesen Themen haben. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde so Autofahren lernen, ist das nicht sehr mühselig? Also dann habe ich einen Peer, der mit mir ins Auto geht, vielleicht erstmal nur auf dem Parkplatz, so anfahren und bremsen und ein bisschen lenken übt. Der aber, also wie gesagt, also den Fahrlehrer habe ich dann eigentlich nicht mehr. Ich habe 20, über 20 Jahre Erfahrung mit diesem Tandem-Prinzip und die Gefahr, die Sie beschrieben haben, die habe ich bisher, also dieses Phänomen habe ich bisher nie erlebt. Die Lernpartnerschaften, das darf man nicht vergessen, haben jetzt nicht nur eine fachliche Funktion, sondern haben auch eine sozial-emotionale Funktion. Im typischen Schulunterricht haben Sie ja Ihren Klassenlehrer. Und wenn der Klassenlehrer etwas eine soziale Ader hat und Sie kommen mit so einem langen Gesicht rein, sieht er das, registriert das, wird Sie in der Pause ansprechen und bemuttert Sie ein bisschen und findet dann auch immer eine Lösung. Diese Rolle der Klassenmama, die übernimmt der Lernpartner. Und das darf man nicht unterschätzen. Selbstorganisiertes Lernen, welches ich jetzt nur in Einzelform mache, ist ja ein sehr einsames Lernen. Und da gehört dann schon sehr viel Disziplin dazu. Das gelingt immer, wenn man weiß, in 2 Wochen habe ich die Prüfung, dann klappt das. Aber wenn ich weiß, dass die Prüfung in einem Jahr ist, dann wird das schon sehr viel schwieriger. Und deswegen, diese Tandems haben eine stark emotional, sozial-emotionale Funktion. Und Sie dürfen nicht vergessen, das Ziel ist ja auch, denken Sie an meine Eingangsfolie, wir wollen ja bei den Menschen die Kompetenz aufbauen, selbst organisiert ihre Probleme zu lösen. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass sie erstmal selbst organisiert ihre Probleme lösen, dann sich von einem Lernpartner unterstützen lassen. Und wenn dann alle Stricke reißen, dann gibt es ja immer noch den professionellen Lernbegleiter. Dass ich die Methode nicht unbedingt beim Autofahren empfehlen würde, weil man dann sehr viele Autos braucht, das leuchtet ein. Aber bei vielen Dingen spielt es ja keine Rolle, wenn die Teilnehmer erstmal Fehler machen. Nicht umsonst diskutieren wir ja immer das Phänomen mit Fehlerkultur und aus Fehlern lernen. Und meine Erfahrung ist, die Teilnehmer gehen da sehr sorgsam und bewusst mit diesem Konzept um und wissen auch sehr genau, ab welchen Stellen sie da mehr oder weniger den Lernbegleiter dann über ihr Lerntagebuch ansprechen sollten. In manchen Fällen auch direkt dann. Also die Angst möchte ich Ihnen gerne nehmen. Ich habe wirklich noch nie erlebt, dass Lernpartnerschaften nicht gut funktionieren. Okay, prima. Und eine weitere Frage ist, inwieweit steht die KI mit dem Lernbegleiter in Konkurrenz? Also wer kann mir da eigentlich, vielleicht hat sich die Frage für mich auch gerade aufgelöst, weil Sie gesagt haben, professionelle Lernbegleitung ist eigentlich sozusagen, kommt ganz am Ende. Wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, dann gehe ich dahin. Also dann ist die KI möglicherweise tatsächlich, wenn sie das denn kann, eine wirklich sehr große Hilfe. Ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Ich hoffe, das ist nicht zu kleinteilig. Also ich habe schon in der Produktentwicklung von Trainern die Aufgabenstellung bekommen, erstelle mal eine Persona. Und das erste Mal, wo ich das gemacht habe, fand ich das eine unfassbare Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, weil ich nämlich meine Zielgruppe sehr gut kannte. Und als mir das mit der Persona ein anderes Mal dann wieder begegnet ist, hatte ich eine ganz andere Situation. Da kannte ich meine Zielgruppe nämlich überhaupt nicht. Ich hatte einen sehr großen Vorbehalt dagegen, dem gegenüber eine Persona schon wieder erstellen zu müssen und fand das in dem Fall total fantastisch. Verstehe ich es dann richtig, wenn die KI da so vorgeht, dass sie guckt, was habe ich denn für ein Problem, dass dann der erste Schritt wäre zu sagen,
ich bin jetzt gerade am Punkt, ich möchte ein Produkt entwickeln, aber eigentlich kenne ich meine Zielgruppe nicht gut genug, dass die KI mir dann sagen könnte, na dann erstell doch mal eine Persona, dann wäre das jetzt der richtige. Nee, also das sehe ich nicht so. Dahinter steht die Idee, dass die Lernwelt ein Abbild der Arbeitswelt sein muss. Warum gestalten wir Corporate Learning? Wir wollen doch die Menschen befähigen, dass sie ihre heutigen und zukünftigen Aufgaben am Arbeitsplatz erfolgreich bewältigen. Und so sicher wie es an der Kirche, die KI wird in kurzer Zeit Zeit, die selbstverständlich bei den meisten auch Arbeitsplätzen einfach selbstverständlicher Inhalt sein. Und wenn ich jetzt die Menschen auf diese Arbeitssituation vorbereiten will, dann muss die KI selbstverständlicher Inhalt natürlich auch in den Lernsystemen sein. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, ich arbeite im Moment sehr viel mit ChatGPT, weil ich gerade ein paar Bildungsmaßnahmen wieder entwickle. Und das ist wunderbar, wie ChatGPT mir zuarbeitet. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich so viel Zeit spare, aber ich werde kreativer, weil plötzlich ChatGPT Vorschläge macht, auf die ich jetzt im ersten Schritt nicht selber gekommen wäre. ChatGPT mir aber auch Vorschläge macht, wo ich von vornherein sage, das ist nicht zielgerecht oder nicht sinnvoll. Das heißt, jetzt nutze ich meine Erfahrung, die ich im Bildungsbereich gemacht habe, um aus dieser Lösung jetzt eine optimale Lösung zu machen. Und so ist es hier auch die Lerntandems, die Lerner und die Lerntandems werden die KI wie selbstverständlich, so wie sie es ja auch dann am Arbeitsplatz tun, für die Lösung ihrer Praxis- und Projektaufgaben nutzen, werden selber versuchen, jetzt die KI kritisch zu nutzen und an den Stellen, wo sie jetzt nicht sicher sind, ob ihre Einschätzung zutrifft, wo sie vielleicht noch Ergänzungsbedarf haben, da werden sie dann den Lernbegleiter in Anspruch nehmen. Das heißt also, ich werde als Lernbegleiter mit Sicherheit entlastet und kann mich aber dann vielleicht den wirklich diskussionswürdigen Fragen intensiver widmen. So, das wäre jetzt meine Bewertung. Aber ich muss hier ehrlicherweise gestehen, diese Erfahrungen werde ich jetzt auch erst machen, wenn dann unsere Chatbots tatsächlich so gut sind, diese Leistungen zu erbringen. Aber ich habe keine Angst davor. Im Gegenteil, sehe das als entlastend dann. Und dann vielleicht noch eines. Ich betone immer oder bringe immer ein Beispiel einer Social Blended Learning Maßnahme, die ich mal mit Führungskräften durchgeführt habe, wo die Führungskräfte 4 Wochen lang von mir als Lernbegleiter nichts wollten. Und das habe ich auch über mich nachgedacht. Aber im Endeffekt habe ich das als positiv bewertet, weil was ist passiert? Die Führungskräfte haben ihre Probleme selbst organisiert, im Team mit den Lernpartnern gelöst. Und das ist ja genau der Sinn dieser Maßnahme. Also, wenn ich als Lernbegleiter überflüssig werde, dann habe ich eigentlich mein Ziel erreicht. Deswegen habe ich davor keine Angst. Okay, danke schön. Christian, du hattest gerade noch eine Frage. Der Norman hat sich auch gemeldet. Norman, den Vortritt. Danke dir. Herr Sauter, ich habe zwei Fragen oder zwei Fragezeichen. Vielleicht könnte man es auch so sagen. Das eine ist also tatsächlich immer noch das, was Sie gerade so versucht haben, ein bisschen auszuführen. Was ist unsere Rolle sozusagen? Also oder gibt es genug Rollen dann für uns, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen? Oder wo müssen wir umdenken? Das wäre so das eine, aber da erwarte ich vielleicht gar nicht so eine große Antwort drauf, sondern das ist ja was mit meinem Rollenverständnis zu tun. Aber der Punkt, den ich habe, ist, ich versuche das immer, ich sitze gerade im Seminarraum, hatte heute 2 Workshops, habe morgen einen, und ich versuche das immer mit den Menschen zu verknüpfen, die ich dann vor meinem inneren Auge habe. Und diese Selbstverpflichtung, von der Sie gesprochen haben, ne, die ich auch sehe, diese hohe Selbstverantwortung, die nimmt einen Großteil von den TeilnehmerInnen, die ich habe, also einfach nicht an.
Und das, also erscheint mir ja ein Problem in diesem sehr freigestalteten Lernprozess. Und das ist sozusagen das, wo ich jetzt seit Jahren irgendwie schon nachsuche. Also wie kriege ich Menschen, die selber gar nicht für sich wahrnehmen, dass sie da ein Kompetenzleck haben und das schließen sollten. Wie kriege ich die dazu, dass die begeistert dabei sind? Ne? Also das Problem sind ja nicht die, die sagen, hey geil, ich kann lernen und mich weiterentwickeln und kann besser werden, sondern für mich sind eher die, die sagen, hier gibt es ja gar nichts zu lernen für mich. Ich bin großartige Führungskraft und ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier soll. Es sind zwei Fragen. Kurze Frage zur Regie. Ziehen Sie mir pünktlich um halb den Stecker raus oder darf ich auch noch danach reden? Nein, bitte. Wir haben hier gerade eine so tolle Diskussion. Ich bin auch sehr gespannt auf die Antwort. Okay. Also das Erste geht da um die Rollen der Personalentwickler oder der bisherigen Trainer. Beide Rollen, also die Diskussion hat man ja immer, wenn eine neue Technologie kommt, dass dann so viele Arbeitsplätze wegfallen. Und es hat sich fast immer gezeigt, dass meist sogar mehr Arbeitsplätze entstanden sind. Und deswegen habe ich im Bildungsbereich keine Sorgen um unsere Beschäftigung, sofern es uns gelingt, uns selber weiterzuentwickeln. Das heißt, der klassische Personalentwickler, der zentral seine Hotels plant und die Referenten einteilt, der wird sich zukünftig schwer tun. Wir brauchen aber dringend, nehme ich mal das Wort, Lernarchitekten, die diese Learning Experience Plattform gestalten, also inhaltlich, strukturell und so weiter gestalten, die Lernprozesse begleiten, die auch die Begleiter selber fit machen, die Führungskräfte fit machen. Also das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich zu tief ginge, aber da entstehen extrem spannende Aufgaben für die heutigen Personalentwickler, eher im Sinne eines Lernarchitekten, und auch bei den heutigen Trainern entsteht die Rolle des Lernbegleiters. Und die Rolle des Lernbegleiters empfinde ich persönlich als viel spannender, als wenn man jetzt die klassische Trainerrolle hat. Zum zweiten Punkt, das ist ein ganz entscheidender Punkt, und das ist eigentlich der Trick von Social Blended Learning. Die negativen Erfahrungen, die Sie machen, die kommen doch daher. Ich bin sicher, das waren alles Bildungsmaßnahmen, wo Sie letztendlich ein vorgegebenes Curriculum hatten. Und dann mussten alle das gleiche Curriculum hier bearbeiten. Und die Frage bewegt ja Pädagogen schon seit mehr als 100 Jahren. Wie, in Anführungsstrichen, motiviere ich Lerner dazu, jetzt solche Lernprogramme zu bearbeiten und selbst organisiert jetzt ein WBT oder Lernvideos zu bearbeiten. Dieter Mahl hat auch sich mit dem Thema Lernmotivation sehr beschäftigt. Und ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Ich habe in meiner Berufsschullehrerausbildung gelernt, du musst jede Unterrichtsstunde mit einem spannenden Beispiel beginnen, damit die Schüler motiviert werden, dann sind sie aufgerüttelt und dann lernen sie gut. Und er hat das jetzt wirklich über Jahre untersucht und hat festgestellt, es gibt keinen statistisch messbaren Zusammenhang zwischen solchen extrinsischen motivierenden Beispielen und dem Lernerfolg, der da am Ende rauskommt. Extrinsische Motivation hat, wenn überhaupt, nur eine ganz kurzfristige Wirkung, aber eigentlich ist sie völlig überflüssig. Und deswegen haben wir ja in diesen formellen Lernformaten so viele Probleme, weil wir immer versuchen, die Lerner extrinsisch zu motivieren. Es wurde wahnsinnig viel Geld verschwendet, um zum Beispiel Web-based Trainings mit irgendwelchen Männlein und Animationen spannender zu machen, hat null Wirkung auf den Lernerfolg. Aber, und jetzt kommt das Tröstliche, er hat auch festgestellt, die Lernmotivation ist immer dann am höchsten, wenn Sie den Lerner genau dort abholen, wo er akut sein Problem hat. Wenn Sie bis morgen irgendeine Lösung finden müssen und die Ihrem Vorstand präsentieren müssen, dann muss ich Sie nicht motivieren, dann sind Sie einfach aus der Problemstellung heraus motiviert. Und genau das machen wir doch. Sie vereinbaren hier auf Basis Ihrer Wertekompetenzerfassung mit Ihrem Chef ein Praxisprojekt. Nehmen Sie jetzt mal die Dame, die ich vorher erwähnt habe.
die im Job Rotation dann in die Reklamationsabteilung geht, die weiß ganz genau, da bin ich jetzt ein halbes Jahr, mein Chef wird sich immer wieder erkundigen, wie macht sich denn die Dame? Und am Schluss, nach dem halben Jahr, werden wir die Erfahrungen zusammenfassen und ich bekomme dann vom dortigen Chef eine Beurteilung. Und ich möchte natürlich meinem Chef zeigen, dass ich das gut machen kann. Und so ist es hier doch auch. Jeder Teilnehmer hat eine komplexe Praxisaufgabe oder ein Praxisprojekt mit seinem Chef vereinbart und möchte doch, wenn er halbwegs normal tickt, am Ende zeigen, dass er das hervorragend bewältigt hat. Und damit haben Sie eine ganz andere Motivationssituation, als Sie das in Ihren Beispielen gemacht haben. Und deswegen ist Social Blended Learning auch so erfolgreich. Es hat wirklich bei mir bisher immer funktioniert, weil Sie die intrinsische Motivation der Mitarbeiter hier am Anfang haben. Also ich selber bin völlig entspannt. Ich beantworte Ihre Fragen, solange Sie mir Fragen stellen. Bin aber nicht böse, wenn jetzt jemand gehen muss. Empfinde ich nicht als unhöflich. Also wir können dann ganz locker rangehen. Bitte schön. Ich darf mich vielleicht bei denen, die gehen müssen, schon mal bedanken für die lebhafte Diskussion und genau darauf hinweisen, dass am 18. Oktober die Nele Graf hier sein wird und uns einen Einblick in ihren Ansatz geben wird. So, jetzt muss ich eben schauen. Norm, du hattest dich direkt dazu gemeldet. Genau. Herr Sauter, ich teile das zu 100% inhaltlich. Ne? Also Sie sprechen mir sozusagen aus der Seele. Und trotzdem habe ich in meinem Alltag jeden Tag das gleiche Problem. Also ich hatte heute gerade einen Workshop, ich nenne das jetzt Führungsbegleitung, also wo ich die nächsthöheren Führungskräfte quasi dazu bringe, aus meiner Perspektive ihren Job zu machen und die Führungskräfte, die in den Workshops sind, mit denen quasi zu schauen, was sind Learnings hier, was können wir im Alltag anders machen, wo nimmst du was mit? So. Und da stelle ich schon fest, dass die allein diese Gespräche oder also ich mache nicht solche strukturierte Kompetenzerfassung wie Sie, ne? Das ist, vielleicht ist das auch die Lösung, aber die also die verstehen ihren Job quasi noch nicht mal. Und dann ist quasi die Geschäftsführung oder die erweiterte Geschäftsführung, das erlebe ich im Mittelstand, ich arbeite ausschließlich im Mittelstand, erlebe ich das ganz, ganz oft, dass dann am Ende des Tages sehr schnell die Frage gestellt wird, ja, aber also die müssen ja auch noch arbeiten nebenbei. Und dann sind wir ja beim Thema Haltung. Ne? Also ich meine, es impliziert ja, dass das hier keine Arbeit ist. Und dann ist quasi diese Ressourcenabwägung sofort drin. Und also das empfinde ich nach wie vor so als Herausforderung. Ne? Ich teile das inhaltlich alles, aber ich sehe für mich noch nicht den Weg quasi, wie komme ich dahin, dass, also zumindest meine Kunden, vielleicht habe ich falschen Kunden, aber meine Kunden quasi diesen Weg mitgehen wollen. Okay, ich fange mit dem Argument, wir müssen ja auch noch arbeiten. Das widerlegen wir ja hier, weil nehmen Sie mal mein Beispiel mit der Dame, die lernt ja im Arbeitsprozess. Das heißt, Lernen ist Arbeiten und Arbeiten ist Lernen. Das heißt, wenn Sie die Führungskräfte dazu bringen, mit Ihren Mitarbeitern konkrete Praxisaufgaben, also wenn ich will, dass Sie eine bestimmte Kompetenz in der Praxis lernen, dann muss ich Ihnen eine etwas schwierigere Aufgabe geben, die Sie vielleicht am Anfang sogar leicht überfordert, damit Sie dann bei der Bewältigung dieser Aufgabe Ihre Kompetenz jetzt aufbauen. Aber das findet immer in der Praxis statt. Aber das andere, was Sie angesprochen haben, das finde ich, da darf ich nur hier auf diese Folie gehen. Das ist etwas, was uns viel bewegt hat. Wie bringe ich jemanden dazu, der sein Leben lang diese fremdorganisierte Lehrwelt verinnerlicht hat? Und die Chefs oben haben das natürlich auch. Die haben 40 Jahre lang nichts anderes kennengelernt. Wie bringe ich die dazu, dass sie ihre Rolle neu spielen? Also in Ihrem Fall wäre meine Empfehlung, diesen oberen Führungskräften vorzuschlagen,
dass sie erstmal an sich selber arbeiten. Und wenn ich von denen möchte, dass sie Social Blended Learning wirklich professionell begleiten, ihre Rolle dort professionell spielen, dann müssen sie ja Social Blended Learning erstmal selbst erlebt haben. Und deswegen arbeiten wir mit dem Doppeldeckerprinzip. Das heißt, ich ermögliche es jetzt ihren oberen Führungskräften erstmal als Lernende Social Blended Learning kennenzulernen, um dann quasi in die Rolle der Führungskraft, der Personalentwicklerin, der Dozentin zu gehen. Und die Maßnahme, die ich Ihnen empfehle, die würde so aussehen. Jetzt sagen Sie wahrscheinlich, das sieht ja genauso aus wie vorher und das ist genauso gewollt. Also bei Ihren Führungskräften würde ich mit denen eine Wertekompetenzerfassung machen, damit sie die mal bei sich selbst erlebt haben. Würde mit ihnen ein Beratungsgespräch führen. Und dann würde ich mit Ihnen, aber jetzt speziell mit dem Fokus auf die Begleitung der eigenen Mitarbeiter, würde ich mit Ihnen ein Projekt definieren. Also ein Projekt, wie begleite ich zukünftig die selbstorganisierten Lernprozesse meiner Mitarbeitenden als Führungskraft. Und dann erleben Sie selber den Kick-off und bearbeiten jetzt zusammen mit Lernpartnern alles, was ich vorher erzählt habe, die Praxisaufgabe, wie entwickle ich meine eigene Konzeption. Und das Wichtige ist, dass Sie quasi jetzt Ihre eigene Lösung entwickeln und die Sie dann anschließend, wenn Sie dann mit Ihren eigenen Mitarbeitern arbeiten, dann umsetzen. Das heißt also, dieses Doppeldeckerprinzip wäre die optimale Möglichkeit, weil Sie hören nicht nur, wie Social Blended Learning laufen soll, sondern Sie erleben es erstmal als Lerner selbst, sammeln Erfahrungen und wenden sie aber sofort an. Und das wäre die optimale Lösung für Ihr Problem. Ich weiß, dass man da viel Überzeugungsarbeit leisten muss, aber wenn Ihnen das gelingen würde, hätten Sie dann nachher sehr viel weniger Arbeit, weil diese Führungskräfte, die wissen nachher wirklich, wie es geht. Wenn man nur einen Vortrag hält, dann geht es hier rein und hier raus. Noch eine Meldung? Bitte. Ja, genau. Ich würde noch mal meine Frage zum Thema, wie sich das soziale Milieu zum einen auf die Affinität zu LXP etc. auswirkt, weil ich tatsächlich häufig erlebt habe, dass gerade in Produktionsbereichen, wo eventuell kein akademischer Abschluss vorliegt, selbstgesteuertes Lernen dann doch eher etwas kritischer gesehen wird oder die Relevanz auch gar nicht verstanden wird. Wie würden Sie denn sagen, geht man damit optimal um? Im Prinzip muss ich gerade mal zurückgehen zu dem Bild. Jetzt habe ich so viel Schwung genommen. So, jetzt hier bin ich. Würde ich das genauso sehen wie vorher. Also nur vom Hintergrund. Ich habe also dieses Social Blended Learning Konzept schon mit 16-jährigen Anfängerinnen in der Berufsausbildung für, früher hieß es Bürokauffrau, heute heißt es ja ein bisschen anders. Also so 16-jährige Mädels, die bisher nur Realschule kennengelernt habe, gemacht und habe es auch mit 50, 60-jährigen Führungskräften gemacht. Es funktioniert immer. Voraussetzung, dass die Praxisprojekte, die dann vereinbart werden, wirklich passgenau auf die jeweilige Zielgruppe hier gestaltet sind. Und so wird es bei Ihnen auch sehen, wenn Sie Ihren Produktionsmitarbeitern jetzt irgendein Selbstlernprogramm geben und sagen, hier, wir haben ganz tolle Lernvideos oder Web-based Trainings entwickelt und die arbeitest du jetzt durch, dann haben wir genau das Problem, was wir vorher diskutiert haben, dass die Menschen im Prinzip extrinsisch motiviert werden müssen, damit sie es überhaupt machen. Und häufig wird es ja dann so gemacht, wenn du nicht mindestens mit 80% die Programme bearbeitet hast, passiert etwas. Deswegen sind ja E-Learning-Programme in vielen Unternehmen regelrecht verhasst. Hier würde ich so sagen, liegt jetzt Ihre Kunst darin, jetzt zusammen mit Praktikern aus dem Unternehmen, mit der Führungskraft, Praxisaufgaben, Praxisprojekte zu finden, die Produktionsmitarbeiter wirklich drücken. Also wenn ein Produktionsmitarbeiter nach der Wert- und Kompetenzerfassung sagt,
ich habe ständig Probleme mit der und der Maschine oder mit dem und dem Prozess, dann würde ich ihm empfehlen, entsprechende Kompetenzziele zu formulieren und dann mit der Führungskraft zu vereinbaren, dass jetzt dieser Mitarbeiter jetzt irgendeine Praxisaufgabe bekommt, wo er genau mit dieser Maschine oder mit diesem Prozess arbeiten muss. Aber er arbeitet dann ja nicht mehr allein damit, er hat dann seinen Lernpartner, er hat die Lerninhalte, die ihm zur Verfügung gestellt werden, er hat die Lerngruppe, er hat den Lernbegleiter. Und wenn Sie jetzt dem Mitarbeiter glaubhaft rüberbringen, du bearbeitest jetzt genau diese schwierige Aufgabe, in der du dir immer wieder die Zähne ausbeißt, aber wir helfen dir, dass du da jetzt professionell wirst, dann müssen Sie sich über seine Motivation keine Gedanken machen. Also die Kunst ist, die passenden Aufgaben zu finden. Deswegen ist es so wichtig, dass die Führungskräfte, die die Aufgaben dann vereinbaren, das Prinzip wirklich verinnerlicht haben und kapiert haben. Okay, danke schön. Ja, eine Frage in die Runde. Gibt es noch Fragen? Okay.